So, herzlich willkommen zum heutigen Webinar, zum zweiten Teil von Master in Option Trading. Heute mit dem Fokus auf einfache Strategien. Wir haben sehr viel Stoff heute wieder für Sie mitgebracht. Somit passen Sie auf, schreiben Sie sich gewisse Dinge auf. Sie können aber selbstverständlich im Nachhinein mich kontaktieren auf die eingeblendete E-Mail-Adresse, falls Sie einfach gewisse Stellen sich nochmals in Ruhe anschauen wollen. Mein Name ist Cyril Stempfli. Ich bin Gastgeber der SwissQuote Webinare und ja, habe noch viele andere Bereiche, wo ich tätig bin. Und mein heutiger Gast ist auch schon lange in diesem Bereich tätig, Vincenzo Zinna. Wieder eine Freude, dass du da bist. Hallo Enzo. Besten Dank, Cyril. Freut mich immer wieder, mit SwissQuote Seminare zu machen. Ich freue mich auf Sie, Teilnehmer. Stellen Sie so viele Fragen wie möglich. Stellen Sie auch Fragen, wenn es irgendwo, wenn Sie denken, oh, das habe ich nicht verstanden. Die anderen sind froh, wenn Sie die Fragen stellen, weil vielleicht haben Sie es auch nicht verstanden. Ich freue mich wirklich auf dieses Webinar. Danke, Cyril. Sehr schön. Genau. Fragen können Sie über die Chat-Funktion stellen und dann übergebe ich dir den Screen und du darfst gerne loslegen. Sehr gut, besten Dank, Cyril. Also, es freut mich wirklich nochmals, hier den Teil 2, Optionen 2, für Sie aufzuzeigen. Optionen 1 hatten wir ja vor rund einer Woche. Also, ich werde auf Basis Optionen nicht mehr eingehen. Trotzdem werde ich ganz kurz schnell zeigen, was wir da letztes Mal angeschaut haben. Also die Eurex eben, wir sind in Frankfurt, dort ist der Hauptsitz. Wir sind jedoch weltweit tätig. Hatte ich Ihnen letztes Mal gesagt, die Sofex ist in der Schweiz entstanden, danach Deutsche Terminbörse und danach Eurex. Volatilität zeige ich Ihnen noch ganz kurz. Das hatten wir letztes Mal besprochen. Einfach wenn Sie den Teil 1 nochmals anschauen wollen. Cyril, ihr habt ja da ein Video. Und das ist bei euch abrufbar. Also dieses Video können Sie jederzeit anschauen, damit Sie auch die Basis haben, damit Sie auch dieses Webinar gut verstehen können. Also Volatilität 32% heißt auf den Tag gebrochen 2% tägliche Volatilität. 16% wird dann eben 1%. Einfach die Zahl, die Volatilität durch die Zahl 16 teilen. Was haben wir ebenfalls gelernt? Volatilität in der Theorie sagt sie aus, dass es die Schwankung ist. Ob nun die Schwankung nach oben geht oder ob es nach unten geht, spielt keine Rolle. In der Praxis ist es jedoch so, dass wenn die Aktien steigen, die Volatilität gar nichts macht und wenn die Aktien sinken, dass die Volatilität stark ansteigt. Das ist ganz wichtig zu wissen, wenn Sie Optionen handeln. Wie gesagt, ich gehe darauf nicht mehr ein. Ich habe das im letzten Webinar versucht zu erklären. Trotzdem können Sie natürlich Fragen zur Volatilität stellen. Was gibt es für Strategien? Es gibt nur 4 Basisstrategien. Wenn Sie diese 4 Basisstrategien im Griff haben, dann können Sie alle Strategien zusammensetzen. Sie hören da von wilden Strategien wie Color oder Straddles, Bull Spread, was ich was alles. Könnten Sie, wenn Sie diese 4 Strategien im Griff haben, können Sie alles zusammenstellen. Long Call oder Long Put, da nehme ich an, da haben einige von Ihnen dies schon gemacht. Wenigstens ist das im letzten Webinar so rausgekommen. Short Call, Short Put wahrscheinlich eher weniger. Es gibt nur diese 4 Grundstrategien und mit diesen 4 Grundstrategien kann man wirklich alle Strategien zusammenstellen. Long Call und Long Put, dort hat man einen also einen Höchstverlust von eben 4, wenn man 4 bezahlt für den Call und einen unbegrenzten Gewinn. Sieht schön aus, ist aber nicht immer so schön, wie es aussieht. Ich zeige Ihnen dann nachher nochmals kurz, worauf es ankommt. Beim Short Call und Short Put haben Sie maximal den Gewinn, also den Optionspreis, das ist der maximale Gewinn und blöderweise dann halt unlimitierter Verlust. Gut, jetzt komme ich schon zur ersten Frage. Ich habe selbst einige Fragen aufgestellt. Das kennen Sie ja noch vom letzten Webinar. Und zwar,
geht es jetzt ja darum, um und deshalb will ich Sie fragen, ja, was ist denn überhaupt die beste Strategie, um ein Portfolio abzusichern? Also kaufen Sie da einen Put, verkaufen Sie da eine Option oder lassen Sie das Portfolio einfach laufen, klicken Sie einfach drauf. Ich zeige nachher dann das Resultat, also nicht wer was gezeigt hat, sondern das Resultat von allen. Klicken Sie einfach, also ich sehe, dass da schon einige Resultate drin sind. Es ist einfach, dass Sie es wissen, bei diesen Umfragen, die ich da mache, nichts ist falsch. Es geht mir nur darum, ein Bild zu bekommen, weil ich nachher dann alles eigentlich auflöse, was ich hier so frage. Gut, also es hat sich schon ein gutes Bild ergeben. Ich schließe mal die Umfrage und zeige Ihnen die Ergebnisse. Also 63% sagen ganz klar, einen Put zur Position zu kaufen, 21% einen Call gegen die Position zu verkaufen und 16% lassen die Position einfach laufen. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Wir gehen nachher dann rein und wir sehen dann, wann es sich lohnt, einen Put zur Position zu kaufen. Teilweise lohnt es sich eben, einen Call gegen die Position zu verkaufen. Es kommt darauf an, also eigentlich ist die Frage falsch gestellt und deshalb sind alle Antworten, die Sie da gegeben haben, richtig. Worauf kommt es darauf an, wenn ich einen Put auf eine Position kaufe? Fahr da mal weiter mit meiner Präsentation und ich zeige Ihnen die Strategien, die wir heute anschauen. Also wir schauen nicht das alles an, es gibt noch viel mehr Strategien. Ich konzentriere mich da auf den Short Put, auf den Bull Spread. Den Bear Spread zeige ich jetzt nicht, aber läuft genau gleich wie der Bull Spread, den Put zur Absicherung und den Covered Call. Und ich zeige Ihnen dann auch, wann es sich eben lohnt, einen Put zu kaufen als Absicherung oder eben einen Call zu verkaufen. Beides hat seine Berechtigung. Gut, jetzt gehe ich einen Schritt zurück und gehe zu ganz normalen Long Call. Also hat nichts mit Absicherung zu tun, nur wirklich Long Call. CS war am 6. September bei 5,08. Dann habe ich einen Strike 5,60 angeschaut, der war etwa bei 31. Ich habe dann eine Annahme getroffen und gesagt, ja gut, wie sieht es aus, wenn in einem Monat CS bei 5,40 ist? Was denken Sie, wie viel ist dann der Call wert? Und ich zeige Ihnen gleich die Umfrage, dann können Sie da wieder draufklicken. Also wenn der Call jetzt 31 Cent wert ist, bei 5,08, klicken Sie einfach auf irgendetwas drauf, ich zeige Ihnen danach die Lösung. Also wenn die Option jetzt 31 Cent ist, bei einem CS von 5,08 und der CS in einem Monat bei 5,40 sein sollte, wie viel denken Sie, ist dann der Call wert? Ja, genau, jetzt sehe ich da einige, die da draufklicken. Gut, ich sehe da schon einige Werte. Eine gewisse Tendenz hat sich jetzt ergeben. Okay, also ich sehe, dass jetzt da heftig abgestimmt wird. Die Option ist bei 31 und worauf, okay, gut, jetzt schließe ich die Umfrage. Ich zeige Ihnen die Ergebnisse. Also 53% sagen, der geht auf 50. 11% sagen, der bleibt bei 31. Einige denken, er geht sogar auf 60 und 12% sogar auf 1,20. Also das wäre natürlich schon schön, wenn der auf 1,20 gehen würde. Das ist nicht ganz so möglich. Vielleicht mögen Sie sich erinnern, dass ich Ihnen letztes Mal gesagt habe, eine Option hält man nicht länger als 10 Tage. 10 Tage. Also nun schon die Frage,
ein Monat CS bei 45, wie viel ist der Call dann wert? Die Frage ist berechtigt, weil Sie dann Ihr Risiko eben kennen müssen. Ich habe Ihnen auch vorher noch gezeigt, passen Sie auf, wenn die Aktie steigt, dann bleibt die Volatilität gleich oder sie sinkt sogar. Und jetzt habe ich eine ganz böse Annahme getroffen und gesagt, okay, sollte die Aktie in einem Monat, wirklich ein Monat, Sie dürfen den Call ja nur 10 Tage behalten. Also so lange hätten Sie den Call gar nicht behalten dürfen, einen Monat. Wenn die Aktie also auf die 45 geht, dann wird die Volatilität sehr wahrscheinlich zurückkommen. Ich habe jetzt von 47 angenommen, dass sie auf 40 zurückgeht. Also wenn die Volatilität auf 40 zurückgeht, da wäre der Call noch 30 Rappen. Bei 42 wäre er 32, bei 44 34 und bei 46 wäre es dann etwa 36. Aber bestimmt nicht 50, 60 oder 1,20. Passen Sie auf, wenn Sie Calls kaufen, da jede Nacht kommt Zeitwert weg. Jetzt gehen wir wieder zurück auf die Folie und dann schauen wir mal den Put an. Der Put war 83 Cent, 83 Rappen. Schauen wir jetzt, wo der Put jetzt ist, wenn die CS bei 45 ist, nur noch bei 50. Nur noch bei 50. Also Sie sehen in einem solchen Fall, wenn Sie denken, aha, in einem Monat bei 45, das sind jetzt irgendwo 6%, dann lohnt es sich eher, einen Put zu verkaufen. Sie hätten den ja bei 83 verkauft. Der ist jetzt bei 50, anstatt eben den Call bei 31 zu kaufen und dann wieder bei 30, 32 oder 34, wo auch immer, zu verkaufen. 10 Tage dürfen Sie einen Call behalten, länger nicht. Eine Strategie ist eben Short Put. Die andere zeige ich Ihnen danach dann mit dem Bull Spread. Aber der Short Put hat natürlich auch seine Risiken. Sie verkaufen ja einen Put mit irgendeinem Strike, was hatten wir gesagt, von 5,60. Also das heißt, Sie kriegen zwar diese 83, Sie sind jedoch dann bereit, 5,60, ich nehme einfach mal 80, damit es einfacher ist, 5,60 minus 80, Sie sind dann bereit, die Aktie bei 4,80 Franken zu kaufen. Also das heißt, wenn die Aktie auf 4 Franken geht, dann haben Sie 80 Cent verloren. Sollte sie auf 3 gehen, haben Sie sogar 1,80 Franken verloren. Das müssen Sie natürlich wissen. Sie verkaufen den Put. Also das heißt, Sie könnten eben 5,60 minus 80, 4,80 Franken maximal Verlust könnten Sie natürlich erleiden. Trotzdem, wenn es länger als 10 Tage geht, ist der Long Call definitiv die falsche Strategie. Vor allem Long Call, da denken Sie ja, dass hoch geht. Und wie ich Ihnen hier ja gezeigt hatte, die Volatilität, sobald es hoch geht, schauen Sie mal hier, da geht die Volatilität wieder runter. Und dann steigt der Call zwar, Sie haben hier irgendwo gekauft, steigt die Aktie zwar, und Sie verdienen nichts und verstehen die Welt nicht mehr. Und das ist wirklich wichtig, dass Sie das verstehen. Die Volatilität steigt, wenn die Aktie sinkt. Und wenn Sie ja denken, dass die Aktie hochgeht, müssen Sie auch die Annahme treffen, dass eben die Volatilität sinkt. Ich hatte letztes Mal schon gezeigt, hier ist der Link. Sie können dann auch diese Präsentation bei Siri verlangen. Er wird Ihnen dann diese Präsentation zusenden. Also wie gesagt, in diesem Fall hätte es sich gelohnt, nicht den Call zu kaufen, sondern eben einen Put zu verkaufen. Ich weiß, dass wir uns natürlich nicht gewohnt sind, irgendetwas zu verkaufen, das wir nicht haben. Das Schöne ist eben, bei Eurex ist das möglich. Wir können etwas verkaufen, das wir noch gar nicht haben. Gut, sind da schon Fragen gekommen bezüglich Short Put, Cyril? Also nicht spezifisch auf Short Put, aber es ist eine Frage gekommen, und zwar, ob du eine Erklärung hast, weshalb die Volatilität aktuell so tief ist, trotz unruhigen Zeiten.
Ich kann vielleicht mal den Screen ganz kurz zu mir zeigen, habe dann einen Chart vorbereitet. Ich hoffe, den kann man sehen. So habe ich hier den SMI jetzt mal genommen, auch mit der historischen Volatilität über die gesamte Laufzeit. Wenn wir uns jetzt das Bild anschauen, findest du, die Volatilität ist tief oder ist sie irgendwo, sag jetzt mal, in Balance? Also, wieso sagt man jetzt, ist die Volatilität tief? Also ich sehe jetzt bei dir 15%. Da muss ich sagen, das sieht wirklich so aus, als der Markt nicht so große Angst hat. Wobei 15% tief, ich kann Ihnen nur sagen, ich bin ja schon rund 40 Jahre da im Derivatebereich drin. Als ich bei der SBG war und damals haben wir begonnen, da bei der Softfax mit Optionen zu handeln. Und dann war die Volatilität vom SMI, die war irgendwie bei 21. Und als sie dann bei 18 war, haben wir gesagt, hey, jetzt ist sie tief, jetzt müssen wir kaufen, oder? Dann ist sie runter auf 15, haben wir gesagt, jetzt ist sie noch tief, jetzt müssen wir noch mehr kaufen, oder? Die ging dann auf 9. Ich mag mich erinnern, wir haben einen riesen Verlust gemacht mit der SMI-Position, haben dann Gewinne gemacht mit anderen Positionen zum Glück. Aber die Volatilität, da haben wir wirklich mal gelernt, was heißt denn Volatilität kaufen? Sie müssen wissen, ich war ja Market Maker und Market Maker, die schauen nicht, geht's rauf, geht's runter, sondern das meiste Geld verdienen die Market Maker mit dem Schätzen der Volatilität. Und ja, ist 15 tief, kann ich so nicht beurteilen, oder? Logischerweise da, als es im 20 stark runterging, da ist natürlich immer die Erwartung 30, oder? Und wenn man jetzt anschaut, 15, ich hatte ja gesagt, oder sagen wir 16, ich hatte ja gesagt, dass man die jetzige Volatilität durch die 16 teilen kann. Und das heißt jetzt, dass man eine Tagesschwankung von 1% erwartet im SMI. Und ich meine, heute sind es 0,65%. Also das heißt, eigentlich sind es sogar weniger als 16. Also von dem her, ist sie tief, ist sie hoch? Leider kann ich die Frage so nicht beantworten. Ich kann nicht sagen, sie ist tief. Die Erwartung ist, wenn Sie denken, dass die Volatilität steigt, also dass wir größere Schwankungen haben werden, vor allem nach unten, ja, dann müssten Sie Optionen kaufen. Wenn Sie denken, dass die Volatilität, ja, sie ist zwar tief, aber sie wird noch weiter sinken, dann müssten Sie Optionen verkaufen. Das ist eigentlich das, was ich sagen kann. Ich kann nicht sagen, ist sie hoch oder tief, weil viele Male hat man gedacht, ja, ist tief. ABB war irgendwie bei 60%, haben wir gedacht, ja, tief oder muss man hoch, muss man verkaufen, oder? Und dann ist sie auf 120 hoch. Also Volatilität kann über 120 steigen. Also von dem her, es ist wirklich Ihre Abschätzung, wie sieht es aus? Aber 15% für einen SMI, 16% für einen SMI, du musst 1% schwanken pro Tag. Und der macht teilweise halt 2%, 3% Schwankung, aber dann halt wieder Tage mit 0,4, 0,6 und 0,6 bis ich was Prozent. Mach mir mal einen Gefallen, bitte, Cyril, und gib anstatt Volatilität 100 Tage, 30 Tage ein. Da werden Sie sehen, dass die 30-Tages-Volatilität natürlich einiges höher ist. Ist das jetzt die 30 Tage? Das erstaunt mich jetzt. Bei 10, okay. Das erstaunt mich jetzt. Das ist die 30-Tages-Volatilität. Ja, da muss ich Ihnen recht geben. Also da staune ich jetzt, wenn es jetzt nicht Swissquote wäre, würde ich am Chart zweifeln, aber doch, das wird natürlich schon stimmen. Okay, hat es weitere Fragen zu Puts oder Volatilität? Ja, ist noch eine Frage gekommen, weshalb jetzt zum Beispiel am Montag, obwohl die Aktien gestiegen, die Volatilität dennoch auch gestiegen ist. Gibt natürlich schon auch immer wieder Phasen, wo eben auch wenn die Aktien steigen, die Volatilität ansteigen. Ich kann mir vorstellen, das hat dann auch mit dem mit der Erwartung zu tun. Eben dann, ich glaube, die Leute, die ein bisschen mehr am Markt sind, haben ja verfolgt, was gestern passiert ist. Das sind eben die Inflationszahlen, die Verbraucherpreisindex von den USA wurden ja publiziert. Und vor solchen entscheidenden Ereignissen kann es auch sein, dass eben auch wenn die Aktien steigen, auch die Volatilität ansteigt, weil einfach viel Unsicherheit im Markt ist. Und ich denke, die Unsicherheit war definitiv berechtigt. Ja.
Das ist so, oder? Und Sie müssen auch wissen, dass auch bei den normalen Aktien, also in einer Roche, da ist die Zukunft drin, nicht die Vergangenheit. Was wird erwartet, was Roche noch macht? Und das ist natürlich bei den Optionen umso mehr. Genau. Sehr gut, dann übergebe ich dir wieder den Screen. Besten Dank. Danke dir. Also, wie gesagt, hier hätte es sich gelohnt, einen Put zu verkaufen. Aber jetzt gehen wir trotzdem, ich zeige Ihnen jetzt trotzdem schnell, dass sich kurzfristig natürlich ein Call trotzdem lohnt. Eben CS war bei 5,08 am 6. September. Ich habe da mal den Strike 5,60er angeschaut. Da war 29 auf 32. Sagen wir, den hätten Sie bei 30, 31 Rappen kaufen können. Und am 13. September, also 7 Tage später, war dann rund bei 38. Also da hätte es sich natürlich schon gelohnt. Kurzfristig lohnen sich natürlich Long Call schon, wenn es, wann lohnt sich ein Long Call? Ich gehe von hinten. Wenn die Aktie schnell viel steigt, und ich meine, die Aktie, die ist 5% gestiegen in 7 Tagen, deshalb hätte sich das dann schon gelohnt. Also die Option ist um 22% angestiegen. Da haben wir einen Leverage von rund 4,5. Also von dem her, dann lohnt sich das natürlich langfristig nicht. Das wollte ich sagen. Kurzfristig Optionen, eben 10 Tage. Wenn schnell und eben viel passiert, also schnell, 2, 3 Tage, 5 Tage, 7 Tage, und Sie sehen, 7 Tage, also die Wochenenden, die werden natürlich auch eingezählt, wenn Zeitwert weggeht, oder? Also 7 Tage und es muss viel passieren. Und sonst Short Put oder eben den Bull Spread, den zeige ich gleich. So, und jetzt mache ich einen Hedge mit einem Put oder mit einem Call. Ich mag mich erinnern, dass irgendwie 63% gesagt haben, ja, ich mache den Hedge lieber mit einem Put. Jetzt schauen wir mal, einfach damit ich da die ganze Grafik erkläre. Ich habe da ein bisschen reingeschrieben, oder? Das ist die Seite hier, wenn wir das anschauen von Swissquote, da hat es auch noch andere Sachen. Sie haben zwar Geldbrief, ich habe dann nur einfach die Mitte genommen, einfach um irgendetwas zu zeigen. Also die Aktie bei 5,32, Dezember-Optionen, der Strike 5,20, und eben Strike heißt ja, dort habe ich das Recht, die Aktie dann zu kaufen. Der Strike 5,20 war 57 Rappen. Der Strike 5,60er war 39 Rappen. Das hatte ich Ihnen ja eben vorher, respektive, nein, die andere Grafik war September. Das ist jetzt Dezember. Gut, und das ist die Put-Seite, 12 Rappen, 18 Rappen und so weiter, also 5,60er Put kostet 65 Rappen. Jetzt habe ich Ihnen ja gesagt, wir haben ja zwei Möglichkeiten. Wir können einen Put kaufen, um die Aktie abzusichern. Die Aktie ist bei 5,32 Franken. Ja gut, wenn Sie jetzt, sagen wir, einen Put kaufen mit einem 4er-Strike, dann bezahlen Sie 12 Rappen für diesen Put. Das heißt natürlich, dass Ihr Break-Even von 5,32, also Ihr Einstandspreis von 5,32 plus die 12 Rappen auf 5,44 steigt. Dasselbe sehen Sie hier, der Break-Even bei den Calls. Und jetzt habe ich schon die nächste Frage. Wenn Sie jetzt die Aktie haben bei 5,32 Franken und Sie kriegen 81 Cent, sagen wir 80, machen wir das einfacher. 5,32 und Sie kriegen 80 Cent. Wo denken Sie denn, dass Ihr Break-Even ist? Also hier schnell die Umfrage. Also die Aktie, die ist bei 5,32. Die Aktie ist bei 5,32. Sie verkaufen den 4,80er Call dagegen und kriegen 80 Rappen. Was denken Sie, wo ist Ihr neuer Einstandspreis? Ist der bei 4, ist der bei 4,50, ist der bei 5,60, ist der bei 6,12? Wo ist der? Also es gibt auch hier schon eine klare Tendenz. Ich lasse das noch ein bisschen laufen. Wir haben jetzt
20%, die da etwas geschrieben haben. Wie gesagt, es spielt ja keine Rolle, was sie abstimmen. Erstens mal sieht das niemand, wer was abstimmt. Ich sehe es auch nicht. Und ich löse es hier danach auf. Also einfach klicken Sie irgendwo hin, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir 50%, die gewählt haben. 55 schon. Also ich schließe jetzt die Umfrage ab. Also es gab ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen 4,52 und 5,60. Jetzt, ich verstehe natürlich, wieso die 5,60 da gekommen sind, weil sie natürlich sagen, ja gut, wenn ich einen Call kaufe und der Strike ist 4,80 und ich bezahle 80 für den Call, ja, dann ist mein Einstandspreis 5,60. Hier war die Frage nicht, wenn ich einen Call kaufe, sondern ich habe die Aktie bei 5,32 und ich verkaufe ja diesen Call. Eben, das ist eben etwas Ungewöhnliches für uns. Wir verkaufen etwas, das wir nicht haben. Wir verkaufen diesen Call und diese Strategie, die heißt dann Covered Right. Also das heißt, wenn Sie das eingeben im System, können Sie sagen Covered ja, weil dann bezahlen Sie keine Marge. Normalerweise, wenn Sie Optionen verkaufen, bezahlen Sie eine Marge als Sicherheit. Hier ist es ein sogenannter Covered, also die Aktie ist bei 5,32, Sie verkaufen bei 80, ja, dann gibt es einen Break-Even von 4,51. Ganz wichtig, Sie haben die Aktie bei 5,32, verkaufen bei 81, das gibt dann eben diese 4,51. Hier unten habe ich es dann aufgeschrieben, Aktienkurs minus Optionspreis gleich neuer Break-Even. Also was heißt das? Die Aktie könnte jetzt bis 4,51 Franken runter. Und Sie haben noch keinen, also bei 4,51 haben Sie keinen Gewinn und keinen Verlust. Das ist wichtig für Sie zu wissen, damit Sie sehen, womit sollte ich denn hedgen. Also, wenn ich jetzt auf der anderen Seite den 4,80er Put gekauft hätte bei 29 Cent, dann wäre mein Break-Even 5,61, nämlich Aktienkurs plus Optionspreis, das wäre dann eben die 5,32 plus die 29 gibt 5,61. Ganz wichtig für Sie, das zu sehen. Okay? Also habe ich da 57 geschrieben, das stimmt natürlich nicht. Das ist 5,32 plus die 29, das gibt natürlich die 5,61. 57 stimmt ja nicht. Der Optionspreis ist hier 29. Okay, also ganz wichtig, das so anzuschauen. Also wir haben jetzt gesehen, wenn wir Calls verkaufen gegen eine Position, dann haben wir einen tieferen Einstandspreis, weil wir haben ja etwas bezahlt und bekommen etwas. Also haben wir einen tieferen Einstandspreis. Beim Protective Put, dort ist es so, dass wir haben ja schon 5,32 bezahlt, plus bezahlen wir noch eine Versicherung von 29 Rappen, also steigt natürlich der Preis auf 5,61. Cyril, erinnere mich dran, damit ich die Presse dann nachher ändere, damit die Kunden dann auch das richtige PDF kriegen mit den 29 drin. Genau, da bin ich absolut bei dir. Vielleicht noch ganz kurz. Also ich glaube, das ist ja hier wirklich ziemlich gut zu erkennen, dass das eben eigentlich mit dem Covered Call jetzt zumindest in diesem Fall man bei fallenden Kursen besser geschützt ist, als wenn man eine Put-Option kauft, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Aber wie sieht es aus, wenn ich jetzt vielleicht mit meinem Hedge falsch gelegen habe, also die CS-Aktie, die steigt dann auf 10 Franken. Wie sieht dann da die Geschichte aus, Enzo? Das ist sehr gut, dass ich habe das natürlich in meiner Presse alles drin, aber ich bin froh natürlich um die Frage, Cyril.
Also dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Das habe ich damit gezeigt. Eben, wir haben etwas bezahlt, die 5,32, kriegen etwas, also sinkt der Einstandspreis. Ich habe auch hier maximaler Gewinn geschrieben. Mehr kann man nicht verdienen, weil ich kaufe dann bei 4,51, habe den Einstandspreis von 4,51, muss aber bei 4,80 dann wieder verkaufen. Einfach, dass das klar ist. Deshalb 4,80 minus die 4,51 gibt dann die 29 Cent, die wir verdienen könnten. Gut, und jetzt gehe ich da in dem Fall weiter, damit ich auch zu deiner Frage die Antwort dann geben kann. Also, jetzt schauen wir doch das Ganze an. Jetzt habe ich hier überall die verschiedenen Preise wieder drin. Und wenn wir das jetzt anschauen, schauen Sie sich doch mal an, wie viel der Call kostet und wie viel die Strategie, welchen Preis die Strategie, nämlich Long Aktie, Long Put hat. Schauen Sie, 1,45, 1,44, 1,12, 1,10, 81, 81. Also das ist nur der Long Call. Das ist nur der Long Call. Das ist Long Aktie, Long Put. Also Sie sehen, das hat mit Rundungsdifferenzen zu tun. Aber was ich Ihnen sagen will, ein Protective Put ist nichts anderes als ein Long Call. Long Aktie, Long Put ist nichts anderes als Long Call. Ich sage es nochmals. Long Aktie, Long Put ist nichts anderes als ein Long Call. Was heißt das nun für den Hedge? Wie lange halten Sie so einen Protective Put? Ja, logisch, höchstens 10 Tage. Höchstens 10 Tage. Ja, Sie können Ihr Portfolio mit einem Put absichern, wenn Sie denken, oh, innerhalb der nächsten 10 Jahre geschieht, 10 Jahre, das wäre viel, innerhalb der nächsten 10 Tage geschieht was, ja, dann können Sie einen Put nehmen, um das Portfolio abzusichern. Wenn Sie jedoch denken, innerhalb eines Monats, 2, 3 Monaten geschieht was, nie und nimmer einen Long Put. Ich zeige Ihnen nachher dann auch, wieso. Also, aber wenn wir jetzt hier wieder schauen, ich sage jetzt, einige sagen dann, ja, ich kaufe eben den Out-of-the-Money-Put. Ich bezahle nur 12 Cent. Ja gut, aber hallo. Da haben Sie zwar nur einen Break-Even von 5,44 und jetzt komme ich zu dir. Wenn die Aktie natürlich auf 10 Franken geht, ja super, da habe ich natürlich 10 minus die 5,44 verdient. Aber wenn wir ja einen Put kaufen, denken wir ja, dass der Markt runtergeht und da sind wir bereit, 1,44 Franken Verlust hinzunehmen. 1,44 Franken, das sind etwa 30%. Das ist also sehr viel. Also Protective Put, also wenn, dann eher einen um den At the Money rum, hier, sowas, nicht ein Out of the Money, erstens. Zweitens, Protective Put nur für höchstens 10 Tage, weil ein Protective Put ist nichts anderes als ein Long Call. Das haben Sie hier bewiesen. Der Long Call, 1,45, Protective Put, eben die 5,32 plus die 12, der Break-Even 5,44 minus die 4, der Strike, oder, gibt die 1,44 maximaler Verlust. Das ist eben wie wenn Sie den 4er Call kaufen würden, anstatt die Aktie und dann noch einen Put zu kaufen. Ich weiß, ich habe schon zum 5. Mal gesagt, ich will einfach, dass Ihnen das bewusst ist, Protective Put für höchstens 10 Tage. Ich hoffe, dass Sie da ein bisschen etwas mitnehmen können. Sind dazu Fragen, wieso ich auf diese brutal kernige Aussage komme, dass eben Protective Put nur für 10 Tage gültig ist? Also stellen Sie die Fragen, Cyril wird mir dann das zeigen. So, jetzt werde ich das mal anschauen. Was habe ich hier denn doch? Genau, kommt nachher. Also, jetzt schauen wir doch mal den 5,20er Striker an. Oder? Und
Wir schauen, wie sieht es aus, wenn wir da einen Call verkaufen würden und wie sieht es aus, wenn wir einen Put verkaufen würden. Bevor ich das jedoch mache, habe ich jetzt eine Frage und die stelle ich Ihnen gleich. Wenn ich denke, dass meine Aktie innerhalb von 3 Monaten 10% fällt, wie sollte ich absichern? Also die Aktie fällt um 10%, das sind natürlich alles Annahmen, innerhalb der nächsten 3 Monate. Und wenn Sie ja mit Optionen handeln, ob Sie einen Long Call kaufen, ob Sie einen Put verkaufen und so weiter, müssen Sie ja immer eine Annahme treffen. Ja gut, was machen Sie? Kaufen Sie einen Out-of-the-Money-Put? Kaufen Sie einen At-the-Money-Put? Verkaufen Sie einen Out-of-the-Money-Call oder verkaufen Sie einen In-the-Money-Call? Welche Strategie, denken Sie, ist für Sie die beste? Und wie gesagt, auch hier klicken Sie auf irgendwas, ich löse es ja auf. Niemand sieht, was Sie gewählt haben, einfach draufklicken. Das ist doch das Schöne. Können Sie einfach, und dann, ich zeige ja dann das Resultat. Sie sehen nicht, wer was gestimmt hat. Und von dem her ganz, ganz locker. Also eben wie gesagt, ich denke, meine Aktie, die geht innerhalb von den nächsten 3 Monaten 10% runter. Ja, also da gibt es nichts Bestimmtes, das freut mich doch, weil dann kann ich Ihnen erklären, wie ich das anschauen würde. Also da hat ich sage jetzt beinahe eine Pattsituation, oder? Out of the money put 19%, Kauf eines at the money puts 30% und in the money call verkaufen ebenfalls 30%. Also schauen wir doch an, wie wir auf irgendeine Lösung kommen und was denn von mir aus gesehen das Richtige wäre. Wie gesagt, wir schauen den 520er an, ist jetzt nicht so deep in the money, wir hätten auch den 480er anschauen können. Wir schauen jetzt den 520er an, ist eher eine at the money Option, at the money call oder at the money put. Gut, jetzt schauen wir das also an. Und jetzt müssen wir natürlich Annahmen antreffen. Wir schauen nur den 520er Put an. Also vergessen Sie jetzt diese Grafik. Wir schauen nur noch den 520er Call bei 57 und den 520er Put bei 45 an, wenn Sie eine Position haben, wohlgemerkt. Also wie sieht das aus? Wir hatten ja gesagt, der 520er Call, da hätten wir 45 Rappen Gewinn. Beim Put, wenn wir den zur Position kaufen, hätten wir 57 Cent oder Rappen, hätten wir Verlust. Also, und jetzt schauen wir doch das Ganze an. Wie sieht es denn aus? Das heißt, ich habe ja, wenn ich eine Option verkaufe, ich kann nie mehr als diese 45 Rappen verdienen. Also egal, es könnte auch auf 10 Franken hochgehen, um deinen Betrag zu nehmen, Cyril, da hätte ich diese 45 Rappen. Beim Put ist es umgekehrt, da kann ich höchstens diese 57 Rappen verlieren, also verliere ich nach unten, egal, diese 57 Rappen. Nach oben verdiene ich dann, bei 10 Franken wären es dann 4 Franken 23, die du da trotzdem verdient hättest. Und beim Call dann halt diese 45. Dafür wäre es dann bei 3,50, verliere ich hier 26%, hier 10%. Also, und jetzt, um Ihnen das ein bisschen klarer zu machen, ich hoffe, das haben Sie verstanden, das ist der Aktienkurs, Annahmen des Aktienkurses. Wenn Sie die Annahme des Aktienkurses machen, bitte wählen Sie immer den Strike aus. Schauen Sie immer, wie ist es beim Strike, weil wenn Sie Optionen verkaufen, haben Sie immer den maximalen Gewinn dort, wo Sie die Option verkauft haben, beim Strike, wo Sie die Option verkauft haben. Wenn Sie hingegen Optionen kaufen, haben Sie den maximalen Verlust dort, wo Sie Optionen kaufen. Mehr können Sie nicht verlieren. Und das ist der Aktienkurs. Annahmen. Ich habe jetzt angenommen, dass die Aktie am Verfall bei 3,50 ist. Aha, dann würde ich auf dem Covered Call 1,25 verlieren. Auf dem Protective Put hätte ich 57 Rappen verloren. Bei 7 Franken hätte ich 45 Rappen verdient, hier 1,23. Gut, und jetzt muss ich noch schnell diese 9,9% oder 10,7% erklären. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt da diese 57 Cent nehme auf den neuen Einstandspreis, der wäre natürlich 5
32, die ich schon bezahlt hatte, plus eben der Optionspreis, dann gibt es diese 57 Rappen und der Optionspreis, also was soll ich jetzt sagen? Der Break-Even, das hatten wir hier ja gesehen, da ist ja 5,77. Also wenn ich jetzt diese 57 Cent auf die 5,77 nehme, sind es 9,9%. Wenn ich jedoch ausgehe und sage, ja Moment, ich muss ja vom jetzigen Standpunkt aus sehen, ich habe eine Aktie bei 5,32 und ich verändere jetzt irgendetwas. Und dann muss ich ja sagen, hey, ich würde jetzt, wenn es bei 5,20 ist, 57 Rappen verlieren, also habe ich auf die 5,32 die 10,7% verloren. Deshalb habe ich jetzt hier 10,7 geschrieben. Dafür sieht es natürlich hier beim Gewinn auch besser aus, wenn ich auf als Basis die 5,32 genommen habe und nicht die 5,77. Okay, hier habe ich einen Break-Even von 4,75. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, gut, ich versuche das Ganze zu vereinfachen und sage, wie sieht es also aus? Die 5,20, da geht ja die Aktie um 2,2% runter. Dort hätten Sie mit dem Call eben, also mit dem Covered Call, das heißt, Sie haben die Aktie und haben den At the Money, also den 5,20er Call verkauft, hätten Sie immer noch 9,4% Gewinn und eben mit dem Put 10,7% Verlust. Und so sehen Sie eigentlich mit Rot oder Grün, wie das Ganze aussieht. Logisch, wenn die Aktie 34% sinkt, ja, dann haben Sie mit dem Covered Call mehr verloren als mit dem Protective Put. Wohlgemerkt, diese Berechnungen sind alle per Verfall berechnet. Wie ich Ihnen gesagt habe, wenn das innerhalb der nächsten 2, 3, 5, 10 Tage geschieht, sieht das Bild ganz anders aus. Eben wie gesagt, Protective Put bis zu 10 Tagen, okay. Und sonst bitte nicht. Bitte schauen Sie dann eher den Covered Call an. Also wie gesagt, Sie haben auch, wenn die Aktie 6% sinkt, die Aktie sinkt 6%. Und Sie haben immer noch 5% Profit mit dem Covered Call, wo Sie mit dem Put anstatt 6% 10,7% verloren hätten. Also von dem her, ich hatte zu Beginn gesagt, eigentlich sind alle Antworten richtig. Es kommt darauf an, was Sie erwarten und es kommt darauf an, was Sie wollen. Logisch, alle wollen natürlich wenig bezahlen für die Versicherung und viel Gewinn machen. Leider geht das nicht. Das eine schließt das andere aus. Also wenn Sie etwas finden, wo Sie wenig bezahlen und nur Gewinn machen können, dann rufen Sie mich bitte an. Ich habe es noch nicht gefunden in den letzten 40 Jahren. Also von dem her, es ist immer, ich gebe etwas und bekomme dafür etwas anderes zurück. Logisch, wenn natürlich dann ich dachte, dass die Aktie runtergeht und jetzt kommt eben der Boom, den du gesagt hast und die Aktie, ich sage jetzt mal, die geht auf 7, die geht 30% hoch, ja, dann habe ich natürlich mit dem Covered Call immer noch nur die 9,4% und hätte ich einen Put gekauft zur Absicherung, hätte ich wenigstens 23%. Logischerweise weniger als die 31, aber ich hätte wenigstens 23%. Jedoch, wenn wir ja denken, dass die Aktie runtergeht, würde ich jetzt behaupten, sollten wir eher den Fall anschauen und sagen, okay, wie tief runter darf es denn gehen, oder? Und wenn wir natürlich annehmen, dass die Aktie 34% fällt, ja gut, also dann frage ich Sie, wieso brauchen Sie eine Absicherung, dann verkaufen Sie einfach die Aktie. Dann brauchen Sie, also wenn Sie wirklich denken, dass die Aktie 34% fällt, ja, wenn Sie einen Put kaufen, Sie sehen Sie ja, leider verlieren Sie dann immer noch. Sie verlieren ja 10%. Also von dem her, wenn Sie denken, dass die Aktie für, außer Sie dürfen natürlich nicht als Portfoliomanager, logisch, da müssen Sie einen Hedge machen und sagen, okay, ich muss die Aktie behalten. Wenn Sie das nicht müssen und wirklich diese Annahme haben, 34%, ja, Aktie weg. Und jetzt komme ich und sage, ja gut, bis hier minus 15% lohnt sich ja der Covered Call. Ich verliere zwar immer noch 5,2%, immer noch weniger wie mit dem Protective Put und vor allem, hier verdiene ich ja schon die 5,2. Sogar hier, wenn die Aktie 3% steigt, habe ich immer noch den Maximalgewinn und mit dem Put verliere ich immer noch.
Bei 12%, da sage ich, wenn ich erwarte, dass die Aktie sinkt, deshalb machen Sie ja den Hedge, sie könnte jedoch, ja, könnte schon 10-12% steigen. Da würde ich immer noch den Covered Call machen, weil Sie haben hier zwar 3,4% weniger verdient, wenn Sie jedoch schauen, wie dieses Feld hier aussieht, oder eben Sie geben etwas, damit Sie etwas anderes erhalten, auch dann, also wenn Sie denken, es geht runter, könnte jedoch schon 10% steigen, immer noch den Covered Call. Ich würde auch hier nicht den Protective Put machen, obwohl ich hier 13% verdienen würde, einfach weil ich in diesem Fall 5% verlieren würde und hier 9,4% verdienen. Jedoch, wie gesagt, Ihre Marktmeinung müssen Sie anschauen. Sie müssen schauen, was passt für Sie, oder? Was passt für Sie? Sind Sie eher derjenige, der sagt, hey, und wenn es jetzt in einem Tag 50% runtergeht, ich will höchstens 10% verlieren? Ja, logisch, da müssen Sie den Put machen und den auch 3 Monate halten, obwohl ich gesagt habe, höchstens 10 Tage. Oder weil Angst lässt uns nicht richtig handeln. Und wenn Sie einen Put haben wollen für 3 Monate, dann ist irgendetwas nicht gut. Und von dem her, ja, müssten Sie sich dann von dieser Aktie lösen und vielleicht eine andere Aktie oder irgendeinen Index anschauen. Ganz wichtig. Also von mir aus gesehen, dieser Protective Put gut. Und jetzt, wenn ich da sogar noch andere Sachen zeige und sage, hier, wenn wir jetzt sogar einen In-the-Money Call verkauft hätten, also den 4,40er, dann wäre der Break-Even bei 4,20 Franken. Also das heißt, Sie hätten eine Absicherung von minus 21%, also von 5,32 her. Die Aktie könnte 21% sinken und Sie würden immer noch nichts verlieren. Ja gut, dann ist aber natürlich der maximale Gewinn nur noch 20 Cent. Ist natürlich gar nichts, oder? Nur, Achtung, Sie wollten absichern und die 20 Cent auf den neuen Break-Even von 4,20 Franken sind immerhin 4,7%, die Sie trotzdem verdienen könnten. Und zwar, wann verdienen Sie diese 5%? Solange die Aktie per Verfall über 4,40 Franken ist, verdienen Sie diese 20 Cent, also diese 4,7%. Also nochmals. Schauen Sie bitte, wenn Sie Ihr Portfolio absichern wollen, nicht nur auf die Puts, weil meistens ist es ja dann so, dass wenn Sie absichern wollen, der Markt eventuell schon gesunken ist und die Volatilität schon angestiegen ist, sprich die Puts, die werden dann teurer, die Optionen, die werden teuer. Und das ist natürlich, das bezahlen Sie. Sie bezahlen natürlich die Angst, die schon im Markt ist, die bezahlen Sie. Mit der Option hätten Sie das, also mit dem Call, wenn Sie den Call verkauft hätten, wie gesagt, Sie können nur noch 4,7% verdienen, hätten jedoch eine Absicherung bis auf minus 21%. Und jetzt eben, ich hätte jetzt bei der Antwort gesagt, und das haben die 31% gesagt, einen In-the-Money-Call verkaufen. Natürlich auch der 4,80er sein, dann sind Sie bis 4,51 abgesichert, immer noch super. Und wie gesagt, 29 Cent verdienen Sie, also das heißt, das sind 29 auf die 4,50, ja, das sind irgendwo 6%, 7%, die Sie da immer noch verdienen könnten. Also von dem her, schauen Sie es einfach so an. Protective Put eben ist ein Long Call, nur für die nächsten 10 Tage. Okay? Fragen dazu? Cyril, sind irgendwie Fragen gekommen? Ja, es ist eine Frage gekommen, weshalb längere Optionen angeboten werden, wenn es keinen Sinn macht, diese länger als 10 Tage zu halten? Gute Frage. Ja, wieso werden die angeboten, oder? Jetzt, erstens mal hatte ich Ihnen gesagt, dass Händler mit der Volatilität verdienen. Das ist das eine. Und das zweite ist ja das Schöne bei der Eurex, man kann ja Optionen verkaufen. Also Sie müssen wissen, dass 66% der Optionen wertlos verfallen.
Also sind Händler tendenziell eher auf der Verkaufslinie, anstatt auf der Kaufslinie. Und das heißt doch jetzt für Sie, ja, Sie können ja genau dasselbe machen. Wenn da irgendwo eine Einjahresoption angezeigt wird und die Volatilität, ich sage jetzt, die ist hoch, die ist bei 64%. Und Sie denken, ja, die wird sinken, die Aktie wird nicht 4% täglich schwanken innerhalb eines Jahres. Dann nutzen Sie das und verkaufen Sie diese Option. Nutzen Sie das. Also Sie sehen, ein Portfolio abzusichern, das scheint so einfach zu sein. Ja, ich kaufe einfach einen Put. Und wenn ich das jetzt eben anschaue und sage, ja, kann einfach sein, muss nicht. Ja, logisch kann ich einen Put kaufen, muss aber einfach wissen, wir müssen ja das Risiko kennen. Ich sage nicht, dass Sie es nicht machen dürfen. Ich würde es nicht machen. Oder Sie müssen einfach das Risiko kennen und wissen, Sie verlieren 10,7%, wenn es sinkt. Das ist einfach Fakt. Sie können mit einem, wenn Sie einen Put kaufen, als Absicherung, dann verlieren Sie so oder so. Nein, das stimmt nicht. Wenn es runtergeht, sorry, verlieren Sie. Okay? Einfach, dass Sie das sehen und diese Vergleichstabelle, ich hoffe, dass Sie die ein bisschen anschauen und vielleicht dann eben selbst in der Lage sind, diese zusammenzustellen. Eben wie gesagt, also wenn Sie jetzt den 480er anschauen wollen, dann müssen Sie da die 81 Rappen anschauen und die 29 Rappen und danach dann eben schauen und Annahmen treffen, wo ist denn mein Call, also ich habe jetzt schon den Erfolg eingerechnet, ohne den Call zu berechnen, wo ist denn mein Call, wenn, wo ist denn die Gesamtposition, wenn, oder? Einfach ganz wichtig, das wirklich so anzuschauen. Ist auch noch eine interessante Frage gekommen, wenn ja wieder Berichtssaison ist, also sprich die Unternehmen präsentieren ihre Quartals- oder ihre Halbjahreszahlen und man ja davon ausgeht, dass vielleicht die Zahlen nicht ganz so toll sind, wie jetzt vielleicht der Markt erwartet. Eben was für eine Absicherung soll man dann machen? Also ich persönlich würde jetzt da eher eben auch wirklich auf der Short-Call-Seite, also auf der Covered-Call-Seite stehen, weil eben genau vor solchen Berichten ist eben auch die Volatilität, sprich die mögliche Schwankung wird ja quasi wie im Optionspreis mit berücksichtigt. Das heißt, wenn ich einen Tag vor einem Quartalsbericht eine Option kaufe, dann zahle ich extrem viel Volatilität. Siehst du das genauso? Also das ist natürlich genau richtig. Die Volatilität steigt vor solchen Zahlen immer, 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 immer. Und jetzt trotzdem kann man die Volatilität anschauen und sagen, hey, glaube ich, dass das stimmt oder nicht? Oder ist das schon zu teuer? Sollte sie zwar ein bisschen angestiegen sein, sie sagen aber, sie denken aber, die Zahlen, die werden so schlecht sein, dass die Aktie 2, 3, 4% fallen wird danach, dann, und weil es ja etwas ist, das dann heute, morgen oder übermorgen ist, dann könnte sich ein Long Put lohnen. Aber eben, wie gesagt, schauen Sie die Volatilität an, wie Cyril gesagt hat, die Volatilität, die steigt natürlich an und Sie können wirklich, das können Sie anschauen vor den Zahlen. Die Volatilität steigt an, die Calls werden teurer, die Puts werden teurer und nachher fallen die Volatilitäten wieder zurück. Also von dem her, der Short Call ist natürlich auf Sicht, dass man sagt, ja, da habe ich Zeit, ich kann auch, wenn es dann erst in 2, 3 Tagen runtergeht, die Volatilität, kann ich da noch warten. Beim Long Put einfach schauen, wenn Sie jetzt einen Put kaufen wollen, weil es ja nur 1, 2 Tage ist, die Sie anschauen, wie Cyril gesagt hat, die Volatilität, die steigt vorher an und wichtig, dass Sie die anschauen und eben durch diese 16 Teilen denken, oh, denke ich, dass die Aktie um 2, 3% steigen oder fallen wird, ganz, ganz wichtig anzuschauen. Also ja, ich bin eher auch auf der Short-Call-Seite, wobei eben also ein Put für 1, 2 Tage schon auch ganz, ganz klar eine Option ist. Also aber eben wie gesagt, wenn die Volatilität natürlich schon 4% angestiegen ist, dann eher nicht. Okay? Aber ganz gute Frage, ja, bin ich einverstanden. Gut, also
Ich verlasse jetzt das Thema Hedge von Portfolios und gehe jetzt in etwas anderes rein. Ich gehe jetzt, ich hatte ja eben gesagt, Long Call, 10 Tage und sonst nichts. Oder ich hatte jetzt vorher mal den Short Put gezeigt und nun will ich Ihnen mal den Bull Call Spread aufzeigen. Auf der linken Seite sehen Sie die Preise Gelbbrief, wie das war vor am 13. September. Ich habe da jetzt Mittelkurse irgendwo wieder genommen und gesagt, okay, der 520er Call, der kostet 57 Cent. Und jetzt der Bull Spread. Was ist denn überhaupt ein Bull Spread? Ein Spread, das sagt ja das Wort, ich kaufe etwas und verkaufe etwas. Ich will nur mit dem Spread irgendetwas arbeiten. Bull heißt, ich bin positiv. Bullish, positiv, bearish, negativ. Bull, ich bin positiv auf dem Markt, deshalb Bull. Call, aha, ich setze den Spread mit den Calls zusammen. Es gibt auch den Bull Put Spread, den Bear Call Spread und so weiter, aber das schauen wir jetzt nicht an. Bull, ich bin positiv. Call, ich setze den Spread mit Calls zusammen und eben Spread, logisch, ich kaufe etwas und verkaufe etwas. Also, schauen wir dann zwei Sachen an. Eben die CS war 5,32 am 13. September. Das Strike 5,20er Call könnte man kaufen bei 57 Cent. Oder eben den sogenannten Bull Call Spread bei 18 Cent. Wieso 18? Ich kaufe den 5,20er bei 57 und verkaufe den 5,60er bei 39. Ich kaufe den 5,20er bei 57 und verkaufe den 5,60er bei 39. 57 minus 39, das gibt diese 18 Cent. Jetzt müssen Sie ja natürlich wissen, okay, Sie bezahlen zwar 18 Cent anstatt 57 und Sie müssen natürlich wissen, okay, was ist Ihr Risiko und was ist Ihre Chance? Und das andere ist natürlich, Sie werden dann natürlich verleitet, dass Sie sagen, ja gut, ich habe 10.000 Franken zur Verfügung und dann sagen Sie, ja gut, mit dem Kauf bei 57 könnten Sie rund 2.000 oder 20.000 damit kaufen, damit Sie 10.000 Franken angesetzt haben. Und dann sagen Sie, ja gut, aber den Bull Call Spread, hey, da könnte ich ja dreimal mehr einsetzen. Können Sie machen, passen Sie einfach auf. Also ist natürlich dann Totalverlust ebenfalls möglich. Also 57 oder eben der Bull Spread bei 18. Jetzt, wie sieht denn das aus? Jetzt haben wir einen Break-Even beim Call und das war ja das, was Sie vorher berechnet hatten. Wenn Sie den Strike von 5,20 haben plus die 57, das gibt dann eben einen Break-Even von 5,77. Dort haben Sie per Verfall keinen Gewinn und keinen Verlust. Beim Bull-Call-Spread, wie sieht es denn da aus? Da nehmen Sie den unteren Strike, also den tieferen Strike, die 5,20 plus die 18 Cent. Das gibt Ihnen einen Break-Even von 5,38. Also Sie sehen hier schon, der Break-Even ist beim Bull-Spread einiges tiefer als beim normalen Call. Also 40 Cent, das sind 8% tieferer Break-Even. So. Und jetzt habe ich da einige Berechnungen drin und sage, gut, wie sieht es denn aus? Jetzt hat es da so viele Zahlen, ich hoffe, das verwirrt Sie nicht. Ich habe wieder Annahmen angetroffen und gesagt, die Aktie ist bei 4 Franken, die ist bei 5 Franken 20, ist bei 5 Franken 60, das sind die beiden Strikes, ist bei 6 Franken oder ist bei 7 Franken. Das sind einfach Annahmen, die ich getroffen habe. Sie können ganz andere Annahmen treffen. Ja gut, wenn Sie ja für den Call 57 Rappen bezahlen, ja dann verlieren Sie, wenn die Aktie denn per Verfall bei 4 Franken ist, diese 57 Rappen. Bei 5 Franken 20 verlieren Sie ebenfalls diese 57 Rappen. Bei 5 Franken 60 verlieren Sie immer noch 17 Rappen. Wieso? Sie haben einen 5,20er Call, die Aktie ist bei 5,60. Aha, dann hat es einen inneren Wert von 40 Cent, nämlich 5 Franken 60 minus 5 Franken 20. Also verlieren Sie nur noch 17. Sie haben 57 bezahlt, bekommen 40 zurück, haben 17 Cent verloren.
Eben, unser Break-Even ist ja bei 5,77. Also haben wir hier bei 6 Franken 23 Rappen verdient. Bei 7 haben wir 1 Franken 23 verdient. Okay? Das ist jetzt Erfolg in Prozent. Minus 100%, minus 100, minus 30, plus 40, plus 115. Schauen wir doch mal den Bull Spread an. Per Verfall. Eben wie gesagt, nicht für die nächsten 10 Tage, sondern per Verfall. Logisch, wenn die Aktie auf 4 oder 5,20 ist, immer noch die vollen 100% verloren. 18%. Sollte jedoch die Aktie von 5,32 auf 5,60 steigen, da haben wir 22 Cent verdient. Nämlich wir kriegen ja 40 zurück und wir haben nur 18 bezahlt. Also haben wir hier, wo wir mit dem Call 30% Verlust gehabt hätten, einen Gewinn von 122%. Und ich hatte Ihnen gesagt, beim Long Call muss es schnell gehen und stark ansteigen. Ja gut, auf 7, das ist schon ein sehr starker Anstieg, aber eben viel zu lange. Deshalb verdienen Sie sogar bei 7 mit dem Bull Call Spread immer noch mehr als mit dem reinen Call. Ganz wichtig anzuschauen, wie berechnet man denn diese Differenz? Also vielleicht schnell, wieso ist das mit dem Bull Call Spread so? Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass Sie mit dem Long Call Volatilität kaufen, Zeitwert kaufen, der gegen Sie spricht. Wenn Sie natürlich einen Call kaufen und einen anderen verkaufen, ja gut, dann kaufen Sie Zeitwert, Sie verkaufen jedoch wieder Zeitwert. Und dann haben Sie wie eine zeitwertneutrale Option. Und deshalb ist es so, dass Sie bei 5,60 schon Gewinn machen. Wie rechnet man das jetzt aus? Wie sieht das aus? Der maximale Verlust beim Call ist der Optionspreis, nämlich diese 57 Rappen. Beim Bull Spread die Differenz aus der Option. Eben, ich kaufe bei 57 und gebe bei 39, gibt diese 18 Rappen. Jetzt kommt ein großer Unterschied. Der maximale Gewinn ist natürlich beim Call unbegrenzt. Wenn es auf 10 sollte, wie du gesagt hattest, Cyril, verdient man natürlich mit dem Call viel mehr wie mit dem Bull Spread, weil der maximale Gewinn, der ist limitiert auf diese 40, das ist die Differenz der Strikes, nämlich 5,60 minus 5,20 gibt die 40, minus was ich bezahlt habe, diese 18, das gibt diese 22. Wie berechne ich den Break-Even? Eben Strike plus Optionspreis gibt die 5,77. Hier beim Bull Spread tieferer Strike plus Optionspreis gibt die 5,38. Also Sie sehen, ein Bull Spread anstatt eines Long Calls macht natürlich auch schon Sinn, wenn Sie eben nicht denken, ja, die Aktie, die wird in 10 Tagen steigen, sondern wenn Sie eben denken, die Aktie wird in 20, 40, 50, 80, 90 Tagen steigen, dann lohnt sich eben ein Bull Spread. Ich will Sie noch ganz kurz schnell schockieren, bevor ich da die Zusammenfassung bringe. Und, oder habe ich das hier? Moment, das habe ich auf der nächsten Folie. Hier. Also, hier habe ich alle Spreads zusammengezählt, eben von 4 auf 4,40, gibt die 33, 31, 24, 18, immer von einem Strike zum anderen. Jetzt, und diese Frage habe ich eben nicht dort gestellt. Und vielleicht könnten ja trotzdem einige antworten, wenn Sie wollen, da in den im Chat drin. Nehmen wir jetzt an, wir kaufen den 4,40er Call und verkaufen den 5,20er. Also das heißt, wir kaufen den 4,40er Call bei 1,12 und verkaufen, ich muss das selbst schnell ausrechnen, und verkaufen den 5,20er Call bei 57. Also dann gibt es ja 1,12 minus die 57, das gibt 55 Cent. Ah doch, ich glaube, ich habe die Frage gestellt. Hier, ja genau, ja, die habe ich ja schön gestellt. Also, mal schauen, ob Sie das in dem Fall verstanden. Ich hatte Ihnen ja gesagt, die Differenz der Strikes ist der maximale Gewinn. Und jetzt versuchen Sie mal, diese Frage zu beantworten. Sonst eben, wie gesagt, ich zeige es Ihnen nachher schnell, wie man das berechnet.
wie viel ist der maximale Gewinn und Verlust, wenn wir denn eben den 440er Call kaufen, ich habe jetzt da ein bisschen gerundet, bei 1,10 und den 520 bei 55 verkaufen. Wie sieht das dann aus? Ist der Gewinn 25 Cent und der mögliche Verlust 55? Oder ist es eben Gewinn 55, Verlust 25 oder beides 55? Also ich sehe, dass da jetzt einige gewählt haben und das gezeigt haben. Vielleicht noch einige mehr, die da. Also ich sehe an den Antworten, dass es in dem Fall trotzdem nicht so leicht ist, wie ich dachte. Also ich schließe da mal ab. Ah, sehr gut. Jetzt kommen noch viele Antworten rein. Gut. Also Sie kaufen den 440er, geben den 520er und bezahlen 55 Rappen. Gut. Also jetzt haben da wirklich viele abgestimmt. Ich zeige Ihnen das Ergebnis. Die Mehrheit, die wäre für einen Gewinn von 55 und einen Verlust von 25. Das ist leider nicht so. Also Sie kaufen ja den 440er und verkaufen den 520er. Und das heißt, also maximal, was Sie zurückkriegen, ist 80. Und wenn Sie ja, Entschuldigung, 440er und 520er, Entschuldigung, Sie bezahlen ja 1,12 und kriegen 57, sind ja diese 55 Cent. Also das, was Sie bezahlen, ob das nun ein Long Call, ein Long Put, ein Bull Spread oder irgendeine Strategie ist, das, was Sie bezahlen, das ist der maximale Verlust, den Sie machen können. Also diese 55 Cent, das ist der maximale Verlust. Also die 35%, die das hingeschrieben haben, die liegen richtig. Die 55 Rappen ist der maximale Verlust. Und der Gewinn ist nur 25. Okay, jetzt die nur 25. Zeige ich Ihnen schnell, wo ist denn der Break-Even? Ja, Moment, wir hatten doch gesagt, dass sich der Break-Even berechnet mit tieferer Strike plus was bezahle ich denn für die Differenz? Das heißt also die 440 plus die 55, da habe ich einen Break-Even bei 4,95. Wohlgemerkt, die Aktie ist für 5,32 und es ist eine positive Strategie. Das heißt, obwohl es eine positive Strategie ist, ist der Break-Even tiefer als die jetzigen Aktienkurs. Maximaler Gewinn ist, wenn die Aktie bei 5,20 ist oder darüber, da haben Sie Ihre 25 Cent verdient. Und wenn Sie das jetzt anschauen, 25 Cent verdienen auf 55 Rappen, hey, das sind praktisch 50%, die Sie da irgendwo auf Ihren Einsatz verdienen können, nur schon, wenn die Aktie gleich bleibt oder sogar bis auf 5,20 runtergeht. Da können Sie mit einem Long Call eben auf lange Frist nicht konkurrieren. Mit einem Long Call kurzfristig, Bull Spread eher langfristig. Ui, der Serie, ich sehe schon, dass ich 8 Minuten drüber bin. Also, ich komme zur Zusammenfassung. Und wie gesagt, also ich hoffe natürlich, dass Sie da etwas mitnehmen können. Bevor ich da vielleicht zur Zusammenfassung komme, vielleicht noch diese Frage. Wollen Sie weitere Seminare, also über Absicherung? Sie können mehrere Punkte angeben, glaube ich, Cyril, richtig. Wollen Sie mehrere Webinare, also über Absicherung, über Strategien wie Bull Spread, Straddle und wie die heißen? Oder eventuell ist das alles viel zu viel und Sie wollen eher einen Grundkurs oder überhaupt nicht nötig? Lass doch das sein mit den Webinaren, ist alles okay. Wir haben schon bereits ein Feedback bekommen, da hat sich ein Zuschauer hat sich einen Tageskurs gewünscht. Also wie wir auch mal hatten, ist schon, ich weiß gar nicht, viele Jahre her, als wir da in Zürich und in Bern, glaube ich, bin ich sicher, sogar noch einen anderen Standort, haben wir also wirklich auch Tagesseminare gemacht zu den entsprechenden Themen, weil uns beiden ist natürlich bewusst, dass die 2 Stunden, die wir jetzt hier investiert haben, ich meine, das Thema ist extrem groß, das ist extrem komplex auch,
dass es höchstwahrscheinlich auch noch viele Fragezeichen ausgelöst hat, vielleicht bei dem einen oder dem anderen. Ja, genau. Und nicht nötig hat niemand angewählt. Das ist schon mal sehr positiv. Ich denke, dann wissen wir, was wir zu tun haben, Enzo. Ja, genau. Also wie gesagt, ich stehe natürlich da von der Eurex zur Verfügung. Ich würde das dann so vorschlagen, nämlich sehe da über Absicherung 58%. Und ich würde vorschlagen, dass wir dann das nächste Mal nur Absicherung machen und ein anderes Mal nur Strategien, also ohne Absicherung. Sie haben gesehen, ich könnte Ihnen einen ganzen Tag, und da sind wir wieder beim Tagesseminar, nur über Absicherungen sprechen. Ich könnte einen ganzen Tag über Strategien sprechen und ich kann Ihnen jedoch auch einen ganzen Tag über Grundkursoptionen ansagen. Also von dem her ist schön, dass das Interesse da ist und das liegt dann ja auch an Swissquote, damit wir das irgendwie wieder hinkriegen. Aber ich glaube, da sprechen wir gut miteinander sehen. Auf jeden Fall, Enzo, natürlich. Genau, super. Also ich komme zu, also besten Dank dafür für diese Interaktivität. Ich fasse mal zusammen. Also Volatilität. Einfach merken Sie sich die Zahl 16. Volatilität ist sowas für wichtig. Hohe Volatilität wird verkauft. Und was heißt hohe Volatilität? Ich habe Ihnen gesagt, wir dachten bei 18, bei 15 sei sie tief und dann ist sie noch weiter runter. Also was heißt hoch, was heißt tief? Der Markt lehrt uns meistens andere Sachen. Dann eben lernen Sie die Risiken zu kennen. Ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie Protective Put, das hat man Ihnen irgendwie jahrelang in Büchern gesagt, ja, wenn ihr negativ seid, dann kauft einen Put gegen die Position. Ist leider nicht immer das Richtige. Rechnen Sie es aus, schauen Sie die Positionen an und machen Sie Versuche und sagen, okay, wenn die Aktie denn dort ist, wie sieht mein Call aus, wie sieht mein Put aus? Und wenn wir dann Absicherungsstrategien machen, da werde ich genau eingehen, wie berechnet man denn den Break-Even, wie berechne ich mein Risiko, was kann ich dann verdienen, wie soll ich das denn machen? Das können wir dort alles reinnehmen. Und eben, wir haben gesehen, dass es sich wirklich lohnt, Optionen zu verkaufen, anstatt zu kaufen. Wir hatten das gesehen beim Short Put, der sich eher gelohnt hätte als der Long Call. Wir haben das gesehen, dass sich Optionen verkaufen lohnt beim Covered Right und eben auch beim Bull Spread. Ganz wichtig, und das werde ich dann bei der Absicherungsstrategie anzeigen, Long Aktie und Long Put gleich Long Call. Das ist nichts anderes als die Call-Put-Parität. Also, und das heißt natürlich, wenn die Long-Aktie, Long-Put ein Long-Call ist, ja, dann ist die Long-Aktie und Short-Call ein Short-Put. Aber eben, wie gesagt, das werden wir dann in der Absicherung, im Absicherungswebinar nochmals genau anschauen. Dann eben Long-Optionen, ich habe es wirklich so viele Male gesagt, höchstens 10 Tage. Sie haben gesehen, dass Sie mit dem Short-Put oder mit dem Bull-Spread viel bessere Optionen haben, als diesen Call einfach zu behalten und Zeitwert zu verschenken. Und eben der Bull Spread, haben wir ganz klar gesehen, ist eine super Alternative zum Long Call. Also ich hoffe wirklich, und es scheint so der Fall zu sein, sonst würden Sie ja nicht weitere Seminare wollen, dass Ihnen dieses Webinar gefallen hat. Mir macht es immer wieder Spaß. Und ja, ich könnte auch einen Tag lang sprechen, aber das wäre dann schon ein bisschen viel. Besten Dank Ihnen, besten Dank Swissquote, und ich übergebe dir wieder, Cyril, damit du den Abschluss noch machen kannst. Und sorry, dass ich da eine Viertelstunde überzogen habe. Das war nicht der Sinn, aber eben ich hätte noch so viel mehr erklären können und noch so viel detaillierter und ja, halt auch noch andere Sachen aufzeigen können über dieses Thema. Ja, es war vielleicht ein bisschen viel. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem gefallen. Sie geben uns trotzdem eine 9 von 10. Das wäre ich schon. Genau, also ich denke, wir nehmen natürlich das Feedback zu Herzen und werden dann vielleicht wirklich die nächsten Webinare entsprechend nach den Themen starten und dann nicht zu viel mixen. Also auch mir hat es natürlich Freude gemacht, Enzo. Und du weißt, ich weiß ja, ich kenne dich ja schon lange. Ich
Mir ist bewusst, dass du überziehst und ich habe das auch entsprechend so eingeplant, weil ich sehe, die Leute sind auch noch dabei. Ich möchte vielleicht noch eine Frage zum Schluss mitnehmen. Und zwar hat da ein Zuschauer geschrieben, dass ja eben diesen Freitag ist ja der große Verfall, also es sind ja, wenn die Optionen verfallen und auch Futures verfallen und das wird Hexensabbat genannt. Kannst du erklären, wie der Name zustande gekommen ist? Ha, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie der Hexensabbat, wie dieser Name zustande gekommen ist. Ganz ehrlich, ich müsste lügen. Ich könnte irgendwas zusammenreimen. Ich kann Ihnen sagen, wie der Bär und der Bull entstanden ist, aber der Hexensabbat, den kenne ich nicht. Also den Bär und den Bull, den erkläre ich kurz. Da mache ich eine Kurve, wie die Amis, die reden dann einfach viel und sagen wenig. Sorry, rausschneiden bitte. Also der Bär, das ist entstanden. Wieso ist das negativ? Weil man ja mit der Tatze nach runter drückt und der Bull, der stößt ja mit den Hörnern rauf. Hexensabbat, weiß ich nicht, wie der entstanden ist. Genau, aber es ist ja, es hat sich ja gezeigt, dass am Hexensabbat einfach mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist. Dem kannst du zustimmen. Ja, definitiv, weil es werden natürlich Positionen geschlossen. Nicht jeder lässt die Position verfallen, es werden Positionen geschlossen. Einfach, es ist wichtig zu wissen, dass der SMI, der DAX und der Eurostox nicht gleichzeitig schließen, sondern jeder hat eine andere Zeit, wo dann wirklich abgerechnet wird oder einfach, dass sie das mitnehmen. Und die Aktien, die haben ja dann eben am Abend, werden die dann abgerechnet. Genau, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, da möchte ich an dieser Stelle beenden. Ich zeige noch mal ganz kurz die E-Mail-Adresse. Das ist Seminar, dann unterstrich mail@swissquote.ch. Falls Sie eben die Aufzeichnung wünschen oder auch noch weitere Feedbacks zu Themen, die wir vielleicht gar nicht in den letzten beiden Webinaren besprochen haben. Zum Beispiel Futures könnte ja auch ein Thema sein. Also von dem her, schreiben Sie mir ein Feedback. Ich wäre sehr froh darüber. Und ja, weitere Webinare finden Sie auf unserer Webseite. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, erfolgreiche Woche und bis bald. Und nochmals herzlichen Dank an dich, Enzo. Danke dir, Serien. Schönen Tag allen. Danke.